werden uns jetzt Zuschauer-Setups anschauen. Ihr postet einfach ein Bild auf Twitter von eurem Setup und markiert mich drauf. Ist wichtig, dass ihr mich @iCramix drauf markiert, dann sehe ich das hier in den Erwähnungen, okay? So, dann wollen wir doch mal sehen. Fangen wir hier mal an mit dem Blator King. Das ist mein Setup, nichts wirklich Gutes. Ja, Bro, aber reicht doch, Digga. Reicht doch zum Zocken so, weißt du? Auf entspannt, Digga, mein erstes Setup oder damals in meinem Kinderzimmer, was hatte ich? Ich hatte auch Fernseher, eine PlayStation 3 und hab darauf einen Laptop hatte ich und hab damit meine Videos aufgenommen. So. Sah auch nicht besser aus. Ist das hier dein Bruder, der hier gerade so am Chillen ist? Ja, nice, könnt ihr so nehmen. Er macht ihr immer so LAN-Party-mäßig, könnt ihr so zocken. Ja, hier Jan wieder, kanadischer Keck, wieder ganz lustig, Digga. Das war es auf jeden Fall, war es längste Zeit Moderator bei mir gewesen. Ja, Leute, hier, warte mal, hier, der hat ja auch noch reingeschickt, hier vor 3 Minuten. Tentex, @iCramix, folgt Ehre, Digga, Creator Code iCramix OG eintragen. Das Setup sieht schon, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht aus. Hat hier sogar eine Apple-Tastatur. Ach, er hat sogar so ein Mac, ne? Das hier ist ja der PC. Er ist quasi auf einem Mac unterwegs, ist aber kein Apple-Bildschirm. Hat hier so Soundboxen. Hat irgendwie so ein bisschen was Producer-mäßiges. Ich weiß nicht, ob du irgendwie so ein bisschen Beats nebenbei machst. Und hier noch so ein Mischpult auch am Start. Hier so ein bisschen für den Schallschutz, so Dinger. Ja, auf jeden Fall auch not bad. Ich weiß nicht, ob das so nice zum Zocken ist, wegen hier so Mac, aber auf jeden Fall not bad. Ich benutze auch gerne, zum Beispiel für meine ganzen geschäftlichen Sachen nehme ich auch immer gerne mein MacBook. Aber ich glaube, zum Zocken ist Apple nicht so nice. Hä, Leute, warum schickt ihr gerade... Ah, ja, jetzt geht's los. Ich dachte schon so, wo bleiben die ganzen Dinger? Ja, perfekt, Digga. Auf jeden Fall auch sehr nice Auflösung, wie ich hier sehen kann. Oh, na, ey, das sieht crispy clean aus, Digga. Auch schöner Holzboden hier, ja. Das sieht sehr, sehr clean aus. Ein Bildschirm, Nintendo Switch, ne? Also, sehr, sehr, sehr simples Setup, aber kann man auf jeden Fall zocken. Auf jeden Fall zocken. Boah, hier ist es auf jeden Fall schon mehr voll zugeklatscht, Digga. Das erinnert mich auch wieder so an meinen ersten Schreibtisch damals, als ich mit YouTube angefangen habe. Immer diese Ikea-Tische, viel zu klein, voll zugeklatscht, Digga. Richtig, bei mir hat sich der Ikea-Schreibtisch auch irgendwann schon so durchgebogen. Hat hier seinen Laptop, auch mit so einem Lüftungspad drunter, hatte ich auch mal damals gehabt hier. Noch einen zweiten Bildschirm, Facecam, Mikrofon. Ja, also er ist auf jeden Fall sehr, sehr eng, Bro. Also das ist schon ganz eng hier. Aber ich merke schon, da ist klein, aber knackig, ja. Das ist klein, aber knackig. Ein kleines Anfänger-Setup passt hier. Ein kleines Geringverdiener-Setup, aber kann ja noch werden, Bro. Okay, hier die Xbox. Welche ist das? Die Xbox One, oder? Xbox One, ich bin nicht ganz sicher. Okay, was haben wir? Oh, der Boy hat schon eine PlayStation 5 am Start auf der PlayStation 4. Was soll ich sagen, Bruder? Auch, sage ich mal, einfaches Setup, ne? Halt ein Fernseher, Konsole, zocken im Bett. Easy, auf entspannt. Here we go. Ja, hier erkennt man sehr, sehr viel. Dankeschön, Dominik, für deinen Beitrag. Der Boy schaut auch gerade hier meinen Stream natürlich. Ehre. Oh, was hat er hier noch? Ein kleines iPad Mini am Start. Okay. Laptop. Hat hier noch den Laptop an den Bildschirm angeschlossen, denke ich mal. Also quasi als zweiten Bildschirm. Mhm, mhm, mhm. Was ist das da? Ist das hier so ein Ventilator? Okay. Ich weiß nicht genau, was du mit deinem Setup so machst. Also ist jetzt nichts zum Stream. Also Mikrofon und Kamera sehe ich jetzt hier nicht. Wahrscheinlich auch einfach nur so zum entspannten Zocken mit den Boys, ne? So ein bisschen mit den Boys zum Zocken. Was haben wir noch? Was haben wir noch? So, oh, das sieht hier natürlich auch schon wieder ein bisschen professioneller aus. Hat hier diese Philips Hue-Lampen, ein Rode-Mikrofon dazwischen, zwei Monitore. Also ist schon so ein bisschen dieses leichte Streaming-Setup. Ah, jetzt mal for real. Ah, das hier also von dem kanadischen Keck. Das ist das Moderator-Setup, Digga. Nice, Junge, nice. Hier immer schön den Streamer moderieren, der Kanada-Keck. Aeronix hat hier auch sein Setup am Start. PC, Headset von HyperX ist das. Mhm. Bildschirm hier zum Zocken nebenbei. Ja, okay. Ist okay. Hast du auch eine Capture-Card, um das Bild quasi auf deinem PC rüberzuholen? Sehe ich jetzt hier nicht, weiß nicht genau. Aber, okay. Oh, das sieht ja... Oh, Bro. Face SC1F. Das sieht ja auch schon wieder sehr clean aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt von dir gemacht ist, weil es so schlechte Auflösung ist oder ob das irgendwie Fake ist von Google, aber sieht sehr, sehr gut aus, Bro. Sieht sehr gut aus. Oh. Was haben wir hier? Auch wieder ein Mikro am Start. Zwei Bildschirme. Mhm, okay. Aber fehlt auch noch eine Facecam zum Streaming-Setup, aber trotzdem schön clean. Oha, was sind das hier? So Ninja-Dinger hat der hier an der Wand. Einfach Mashallah der Ninja, Bro. Okay, auch hier wieder eine
PlayStation 4 am Start. Okay, sehr schön. Auch so ein, ich würde sagen, so ein normales Jugendzimmer-Setup. Oh, dicken TV hier am Start von dem Daniel. Sieht nach Wohnzimmer aus. Also der chillt hier im Wohnzimmer, hat hier seinen schönen Fernseher. Was das, ich glaube, das ist ein Samsung. Schaut hier auf Ehre mein Stream und hat hier auch die PS5 schon am Start. Weiter geht's. Oh, schöner Ausblick hier in den Garten. Auch sieht clean aus, das Setup hier. Laptop. Noch ein extra Bildschirm angeschlossen, Maus, Tastatur, Headset, auch ein, ich würde sagen, so ein Anfänger-Zocker-Setup. Der Maurice, oh, der hat hier natürlich, das sieht sehr schön aus. Die LEDs hinterm Fernseher, also sehr dunkel alles, überall schön LEDs. Hat hier so diese Fortnite-Figuren, auch geil. Das so mit sehr viel Liebe zum Detail hier. Die Fortnite-Figuren hier unten, die Controller, das sieht natürlich auch sehr, sehr, sehr crispy clean aus. Ja, muss man natürlich sagen. So. Haben wir hier noch Einsendungen oder? Ne, ich glaube. Ah, lol. Wie konnte ich den übersehen? iCrimex Army. At iCrimex will mir noch einen dritten Monitor holen. Digga, das sieht ja. Alter, was ist das denn für ein geiles Setup? Also, das hier von iCrimex Army bis jetzt mein persönlicher Favorit. Wenn das wirklich real ist und nicht von Google Bilder, dann sieht das ja übelst schön clean aus. Allein die Farben. Guck mal, alles ist so mit auf weiß und blau gemacht. Digga, das ist ja voll geil. Alles weiß. Die Switch ist weiß, weiße PS4, die Boxen weiß, die Controller weiß, der PC weiß, der Ding weiß. Jetzt bräuchtest du eigentlich noch hier so eine weiße Rocket-Tastatur. Dann wird's noch krasser aussehen. Aber wirklich, ist aus dem Internet. Ja, dann Schmutz, Digga. Dann auf den. Einer schreibt, Internet hab gefunden. Das ist auf jeden Fall auf ganz Oldschool-Basis, Digga. Das Bild ist auch von 1997, ey. Ja, geil, geil. Feier ich. Hier das Vintage-Setup. Was haben wir hier? Das sieht nochmal legit aus. Mhm. Auch zwei Bildschirme, zwei Handys auch. Wofür hast du da dein Zweithandy, Yassin? Wenn das deine Freundin sieht, warum du ein Zweithandy hast. Oh, oh, oh. Dann Streit vorprogrammiert. Guck mal hier. Alter, das sieht richtig schön aus. Fetter PC hier. Ganz fetter PC. Auch nices Mic. Zwei Bildschirme. Auch bis jetzt einer meiner Favoriten von Flarax hier, würde ich mal behaupten. Dann haben wir hier den Dominik. Oh, wow, wow, wow. Da muss alles schön hier, also viele Sticker auf jeden Fall hier. Ich weiß nicht, warum du hier noch so ein lustiges Taschenbuch liegen hast. Ich weiß nicht, wer heutzutage noch lustige Taschenbücher liest, aber... Ja, auch, würde ich sagen, gut ausgestattet. Hat auch Laptop, aber noch ein extra Bildschirm dafür. Kamera, Mikrofon. Auch, ich würde sagen, ein entspanntes Anfänger-Streaming-Setup. Mhm, okay, hier auch wieder schön mit LEDs. Lila PC. Mhm, sehr gut. Oh, hier auch, Alter, der Boy. Der Boy hat das LED-Game auch durchgespielt, würde ich mal hier schon mal behaupten. Grüne LEDs mit blauen LEDs auch. Ja, schön. Rein vom Setup her kann ich nicht viel sagen, aber... Die LEDs sehen schon mal sehr gut aus. Auch wieder zwei Bildschirme. Hat hier Fortnite noch auf. Das ist irgendwie, also die meisten haben wirklich zwei Bildschirme, muss man schon sagen. Mikrofon hier, ich weiß nicht, Turtle Beach, bin mir nicht ganz sicher. Doch, auch schönes Anfänger-Setup auch. Also bis jetzt, ich weiß nicht, wer war der Beste. Hier auch wieder Bild, Digga. Schöne LEDs um den Tisch rumgemacht. Aha. Der wilde LED-Trip. Das sieht auch sehr schön clean aus, sehr aufgeräumt. Auch wieder Laptop. Mir ist auch aufgefallen, viele von euch haben einen Laptop und haben dann noch so ein extra Bildschirm quasi an den Laptop angeschlossen. Haben auch viele so gemacht. Hier den Brate im Hintergrund. Mhm, mh. Schönes Mauspad auch hier beleuchtet. Sind von SteelSeries, glaube ich, diese beleuchteten Mauspads. Klassisch, auch hier. Mir ist aufgefallen, meine Zuschauer, ihr irgendwie das ist immer so dieser gleiche Stil. Immer zwei... Es sind immer zwei Bildschirme, entweder dann noch ein Laptop oder so ein Gaming-PC, so ein kleines Mikro so da stehen. Und meine Zuschauer, die haben irgendwie alle so gefühlt die gleichen Setups. Sieht alles so vom Stil her gleich. Wisst ihr, wie ich meine? Digga, das ist einfach das Prototyp iCrimex-Zuschauer-Setup. So ein Ding ist das. Auch wieder. Ey, ich sag euch, wie es ist. Alle iCrimex-Zuschauer haben zwei Bildschirme. Das ist auch wieder ein typisches iCrimex-Bildschirm, iCrimex-Setup. Oh nee, warte, hier ist einer, fällt einer aus dem Raster raus. Digga, du bist ja Schmalspur mit nur einem Ding. Aber sieht natürlich sehr schön aus, hier mit den lila Lichtern. Viel Mühe gegeben, hier auch mit den Dingern dran gemacht. Sieht schön aus, aber ist natürlich ein bisschen Schmalspur, weil eigentlich, um zur iCrimex-Community zu gehören, braucht man zwei Bildschirme. Hier auch wieder iCrimex. Oh, aber er ist schon ein bisschen auf professionell, Digga. Guck mal, hier Softboxen, hier eine Canon, eine DSLR-Kamera als hier Facecam. Der Boy ist schon etwas auf professioneller angelehnt. Ja, ich sehe doch schon. Das ist schon nur
schon ein halbes, nur noch ein halbes Geringverdiener-Setup. Boah, hier sogar mit, was ist das? Ist das Thrustmaster? Oder, ich bin mir nicht ganz sicher. Thrustmaster-Lenkrad oder Lenkrad. Digga, hat hier die Switch auch am Start? Ja, 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 Digga, das schmeckt doch, Digga. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Hier auch wieder klassisches iCramic-Setup. ich schwör's euch, Leute. Ja, das sind die iCramic-Setups. Das sind einfach die iCramic-Setups. Auch geil. Ja. Schön hier mit Bildschirm, mit Ding noch verbunden. Mhm, mhm. Okay, Leute, ich glaube, es reicht dann langsam. Wir sind dann fertig für heute. Reicht dann. Auf jeden Fall, danke für die ganzen Einsendungen. Ich weiß gar nicht, wer das Ding jetzt am Ende des Tages gewonnen hat. Ich weiß gar nicht mehr, aber waren auf jeden Fall alles schöne Setups hier. Danke für eure Einsendungen, meine Lieben.